Wir beschäftigen uns heute also per Wiederholung mit Funktionen, Steigungen, Ähnlichkeiten und solchen Dingen. Ich habe hier mal eine Funktion vorgegeben, wie sie da steht. Und die wollen wir mal ein bisschen genauer skizzieren als sonst. Bisschen genauer meine ich. Wir fangen mit dem absoluten Glied an bei plus 1. Und jetzt nochmal, was unterm Bruchstrich steht, da setze ich eine. Das setze ich hier als x ein. Das heißt also, ich habe ein größeres Steigungsdreieck. Sonst wird mir das Steigungsdreieck zu klitzeklein. Normalerweise sagen wir ja, wir gehen 1 nach rechts. Ja, wenn ich 1 nach rechts gehe und ein halbes nach oben, dann ist mir das Steigungsdreieck zu klitzeklein. Also gehe ich gleich 2 nach rechts. Kann man sich merken, nimmt man den Nenner am besten. 2 nach rechts und kann dann 1 nach oben. Jetzt ist das Steigungsdreieck schöner. Schöner, weil größer. Aber was wir jetzt gleich sehen werden, wenn ich den Graph hier skizziere, ich könnte auch was anderes sagen. Ich könnte, das wäre hier die 2 gewesen. Ich könnte auch sagen, ich gehe 3. 4 nach rechts, ich setze also hier eine 4 ein, dann muss ich demzufolge 2 nach oben gehen. Ne? Also 4 nach rechts und, oh jetzt, von hier 1, 2, naja, jetzt habe ich nicht schön gemalt, aber ich glaube, es ist ungefähr erkennbar, worum es geht. Gucken wir uns mal das kleine Steigungsdreieck an, dieses, das schönere Steigungsdreieck. Was man normalerweise nimmt, ne? Den Nennerwert genommen. Und dann das rote, ich mache es nochmal, das rote nochmal hier. Was kann man über diese drei Dreiecke sagen? Genau, wir haben zusammengefasst, also hier der Winkel, da die alle in einem Punkt anfangen, kann man das sehr schön sehen. Der Winkel ist für alle drei Dreiecke gleich. Den rechten, den schleppen sie mit, das sieht man, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Und demzufolge muss dann der letzte Winkel hier oben in der Ecke, also hier dieses Ding, oder hier, das kann ich gar nicht so klein malen, oder hier ein bisschen größer, müssen die auch gleich sein, weil ja die Innenwinkelsumme sich nicht ändern kann. Genauso ist es. Die sind einander ähnlich. Wir werden dann später noch dazu kommen mit dem sogenannten Strahlensatz. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Okay. Schauen wir uns mal diesen Graphen an, f von x sei x Quadrat. Und ich mache jetzt Folgendes, ich nehme mir mal diesen Bereich hier ganz genau raus. Das heißt, ich werde eine Art Lupe auf diesen Bereich legen. Dann müsste das doch wie folgt aussehen. Jetzt müsste ich sogar den Strich dicker malen, weil es ja auch vergrößert ist. Wenn ich das ganz stark vergrößere, habe ich diese Kurve. Lässt sich das gut erkennen, ob der Verlauf dieser Kurve dem ähnlich ist, sieht man das? Ein bisschen, ne? Man könnte es ahnen, man könnte es denken, ne? Noch extremer wird es, wenn ich hier auch nochmal eine Lupe drauflege, hier in diesem Bereich eine Lupe. Dann sieht man aber letzten Endes, gucken wir uns hier mal an, dann sieht man letzten Endes nur noch einen ganz flachen Teil, einen kleinen flachen Teil. Natürlich, die Striche müsste ich jetzt dicker malen. Und da wird es dann immer schwerer. Aber auch darauf werden wir eingehen, das heißt, auch in der Form werden wir Ähnlichkeiten angucken. Wenn ich mir das jetzt per Lupe nochmal betrachte, dann könnte ich doch eigentlich auch sagen, ich mache das hier. Ich gucke mir ein kleines Dreieck an und vergrößere das mit der Lupe. So kann man sich das denken. Und wenn ich hier die Winkel gleich sehe und wenn ich hier diese Bereiche mir genauer angucke, sind das alles Teile. Und wenn ich mich nur auf diesen kleinen Bereich konzentriere, den immer weiter vergrößere, dann werde ich das hinkriegen, dass ich einander ähnliche Kurvenverläufe habe. Natürlich, wenn ich hier eine Lupe anlege, wenn hier mal eine 1 stand, dann wäre die 1 jetzt ungefähr hier. Beziehungsweise hier kann ich es gar nicht malen, dann wäre hier vielleicht 0,01. Je nachdem, wie stark ich vergrößert habe. Aber da werden wir dann nochmal drauf kommen. Nochmal zu den Steigungen. Jetzt nochmal hier zu diesem 1,5, ne, haben wir gesagt, das ist der sogenannte Anstieg. Wie stark steigt das an? Das wird uns noch in nächster Zeit immer wieder mal beschäftigen. Das werden wir auch draußen in der Natur uns mal angucken. Natur meine ich jetzt aber, wir werden uns die Straßenbilder mal angucken, mal sehen, was man daraus machen kann. Je nachdem, wie das Wetter sich gestaltet, haben wir da schöne Möglichkeiten, das Ganze auch mal so auszuprobieren. Weiter. Was ist denn, wenn ich jetzt. Ach, das ist jetzt hässlich zu malen. Nee, ich mache das mal mit Lila. Wenn ich mir jetzt die Länge dieses Stückes hier, dieses normalerweise roten Stückes, wenn ich mir die Länge dieses Stückes angucke, wie kann ich das ausrechnen?
Genau. Wenn ich das Dreieck mal so hinmale, so wie früher, wie wir das kannten, und ich schreibe hier C, A und B ran, dann galt folgender Zusammenhang: C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat. Ich kann auch sagen, A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Es geht genauso. Das ist der Satz des Pythagoras. Das heißt also, ich kann diese Länge hier mit Hilfe des Pythagoras ausrechnen. Naja, wenn ich mir das hier so angucke, ich lasse mal dieses Dreieck weg. Den rechten Winkel habe ich hier, das heißt, das ist sozusagen die Seite C. Logisch? Dann müsste das die Seite A sein und das die Seite B. Wie lang ist A? Gucken wir, 4. Also kann ich sagen, C Quadrat ist gleich, und jetzt, da ich keine Längeneinheiten habe, muss ich einfach sagen, naja, das ist 4 Quadrat. Das wäre ein A. Und jetzt kommt das B Quadrat, das ist 2 Quadrat. Mal sehen, was das ergibt. 16 und 4 sind 20, also C ist Wurzel aus 20 lang. Lassen wir mal so stehen. Das wird ein bisschen mehr als 4 sein, aber auf keinen Fall 5. Ne? 5 mal 5 ist 25. Also das wären Wurzel aus 20 Längeneinheiten. Irgendwas zwischen 4 und 5. Vielleicht 4,5. Das kann man dann mit dem Taschenrechner ausrechnen. Dafür braucht man einen Taschenrechner ideal. So lässt sich das ausrechnen. Und jetzt sind wir schon wieder beim Pythagoras. Abgeleitet von den Funktionen. Nehmen wir mal folgenden Fall. Ich stehe vor der Nikolaikirche und weiß, nehmen wir an, ich weiß es wirklich. Ich mache das jetzt mal ganz übertrieben. So sieht die natürlich nicht aus. Ich weiß, die sei mal 75 Meter hoch. 75 Meter Höhe. Und ich stehe entfernt von der Nikolaikirche meinetwegen 20 Meter. Und ich weiß, das sind 20 Meter bis in den Eingang herein, bis in die Mitte des Turmes. Das seien also 20 Meter. Und ich überlege mir, wenn ich von da oben ein Seil runterspannen würde, um damit vielleicht ein bisschen Blödsinn zu machen, weiß der Kuckuck was, dann kann ich doch Folgendes sagen. Die Länge des Seiles ist was? Genauso ist es. Um jetzt hier die Skizze nicht total zu versauen, dann müsste ich jetzt hier noch was reinmalen, und dann würde meine Skizze zum Schluss gar nicht mehr aussehen wie eine Skizze, und dann hier noch den Punkt vom rechten Winkel. Macht man sich schnell eine Arbeitsskizze, das nochmal zur Wiederholung, und schreibt die entsprechenden Maße ran. 75 Meter, 20 Meter, und hier sagen wir einfach C dazu. Und jetzt, wenn ich dieses Dreieck drehen würde, sodass der rechte Winkel oben liegt, dann wäre das noch deutlicher. Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber. Ich kann also ausrechnen, C Quadrat. Jetzt kann ich direkt einsetzen, egal wie rum ich anfange, ist 20 Meter in Klammern zum Quadrat plus 75 Meter in Klammern zum Quadrat. Und dann komme ich ganz leicht dazu. Das wären 400 Quadratmeter plus, oh, 75 mal 75. Jetzt muss ich erstmal selber überlegen. Jetzt haben wir das schnell mal ausgerechnet. Also 400 Quadratmeter plus 5625 Quadratmeter, ne, Wurzel, Quadrat von 75. Und aus dieser Summe hier muss ich dann die Wurzel ziehen und habe dann 77,620 und tralala, da kommt. Aber in diesem Fall ist uns das egal, wie viel Mikrometer hier hinten vielleicht noch entstehen. Das wäre in diesem Fall die ganz leichte Ausrechnung. Müsste eigentlich noch klar sein. Gibt es bis dahin Fragen? Das wäre das eine Beispiel. Und ein anderes Beispiel kann folgendes sein. Nur mal ganz schnell. Dreher, also die Leute, die an den Drehmaschinen stehen, die haben im Allgemeinen irgendwelche Teile herzustellen. Da sagt man Rotationskörper dazu, also solche Dinger hier, zum Beispiel so eine Spitze randrehen. Und jetzt nehmen wir mal an, einen Dreher, der kommt an seinen Arbeitsplatz, moin moin, und überall fangen sie an zu arbeiten. Er guckt sich die Zeichnung an, und da steht blöderweise bloß Durchmesser 20. Im metallischen Bereich sagt man keine Einheiten dazu, dann weiß man, das sind 20 mm. Und er soll hier eine Spitze randrehen, und der Ingenieur, der Blödmann, der hat doch das falsche Maß rangesetzt. Das hat er per Computer gemacht, hat gar nicht hingeguckt und hat die Zeichnung runter in die Produktion gegeben. Und jetzt steht hier die Länge der Spitze. Jetzt sagt der Mensch, ich kann doch nicht schräg. Er könnte es auch, aber das macht man nicht gerne. Ich muss die ganze Maschine umrichten, wenn ich hier schräg drehen will. Das ist Mist. Ich möchte wissen, wie weit ist es von hier nach hier? Denn da kann man mit der Drehmaschine wunderbar arbeiten, und lasst dieses Maß mal auch 20 sein. Er möchte aber das echte Maß haben. Was macht man? Man macht sich eine Arbeitsskizze. Er sagt sich,
Wenn ich das jetzt hier habe ich eine Symmetrielinie, die geht durch die Spitze durch. Wenn ich das jetzt hier so teile, dann entsteht hier folgendes rechtwinkliges Dreieck. So. Da er aber in der technischen Zeichnung nicht rumfuschen darf, sagt er, nee, ich mache mir eine Arbeitsskizze. Und zwar habe ich folgendes rechtwinkliges Dreieck. Ich weiß nämlich die Maße. Das war's, das hat mir der Ingenieur ja vorgegeben, wo er nicht aufgepasst hat. Das ist 20 mm. Dieses Maß ist das, was ich haben will. Und dieses Maß kenne ich auch. Warum? Ist die Hälfte vom Durchmesser, also das sind 10 mm. Gut, naja, wenn man so eine Arbeitsskizze hat, kann man sagen, täteretä, hier ist der rechte Winkel und jetzt kann ich loslegen. Ich mache dazu aber halt das Video an. Genau so, wir haben uns gesagt, okay, dann machen wir hier aus der längsten Seite, weil sie im rechten Winkel gegenüber liegt, aus der Hypotenuse machen wir jetzt C, hier machen wir A draus, hier machen wir B draus. Ja, das wird dadurch leichter. Und stellen die Grundgleichung auf und jetzt gibt es einen Weg, in dem man sagt, na dann stelle ich mal um. Ich suche ja a, also minus b Quadrat. Dann habe ich hier c Quadrat minus b Quadrat ist gleich a qua, ach was, gleich die Wurzel drüber, ne? Kennen wir ja, nicht lange noch eine Zeile schreiben und setzen jetzt ein. Das geht. Oder man geht den anderen Weg und sagt, naja, ich setze gleich hier in meine Grundgleichung ein und sage gleich, das sind 20 mm in Klammern zum Quadrat. Ist gleich a, weiß ich noch nicht, a Quadrat plus 10 mm in Klammern zum Quadrat. Und richtige Profis, die hätten das dann gleich so geschrieben als 400 Quadratmillimeter, ist gleich a Quadrat plus 100 Quadratmillimeter. Ich ziehe die 100 Quadratmillimeter ab. Also die Zeile hier oben, die kann man sich schenken. 100 Quadratmillimeter abgezogen habe ich. 300 Quadratmillimeter. Ist gleich a Quadrat. Ich möchte aber a haben, also muss ich die Wurzel ziehen aus beiden Seiten. Das geht dann auch. Ich kann das gleiche hier auch machen, ist kein Problem. Aber man sieht hier, man spart Zeit, weil das ganze Ding hier oben kann man sich sparen, das kann man hier ganz schnell hinschreiben und hat eine Zeile weniger zu schreiben, nicht erst umzustellen und Wurzel drüber zu machen und so weiter. Wurzel aus 300 bitte, habt ihr eine? 17,325. 320 und noch was? 0,5, okay, können wir so bleiben. Millimeter. Das ist es dann. Ne, dann. Wie gesagt, beide Wege sind gleich gut. Ich kann das gleiche hier nochmal machen, aber dann habe ich ein bisschen mehr geschrieben. Also Formeln hinschreiben, gleich einsetzen und umstellen geht schneller. Man kommt auch nicht mehr durcheinander als hier. Oder man stellt erst um und setzt dann ein. Es geht auch. Okay. Gut, also. Wichtig ist, dass man bei der ganzen Wurzelei hier aufpasst. Erste Summe, ich habe nämlich mal was hingeschrieben. Wurzel aus 16 plus 9 ist genauso wie Wurzel aus 25. Bis dahin sind wir uns einig. Wenn ich jetzt den Fehler mache und erst die Wurzel aus 16 und nochmal die Wurzel aus 9 extra ziehe, kommt raus 4 plus 3. 4 plus 3 ist aber 7 und nicht 5, was rauskommen muss. Also das ist falsch hier, das darf man nicht machen. Ansonsten können wir sagen, das Thema ist dann als Wiederholungsthema zum Angucken nochmal abgeschlossen. Ich mache jetzt auch Sense, Lied des Bauern, Sense.